einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück. Seed of Life immer noch hier im Tempel, wo ich mich ja schon den Großteil der letzten Episode mit rumgeschlagen habe. Es war ein Aufzug. Nar, who are the ancients? Nobody knows for sure, but history records them as the first beings to have been born in the universe. Signs of their civilization can be found throughout the entire galaxy. How big is the universe? And how do you know all this? I only know what our civilization, the Namorians, have discovered. We are an advanced race, as are others, so I believe we discovered much through our technology. But even so, we have never encountered any ancients, just signs of their past existence. Other races? The temple continues. I will tell you more later. A limitless universe, other races, ancients. Where did it all come from? Finde den Tempelausgang. Ja, um meinen Gedanken zu Ende zu führen, den ich angefangen habe, bevor ich hier sehr unhöflicherweise unterbrochen wurde. Ich bin hier unten entlang gesprungen und dachte, vielleicht wäre in einer der beiden Seitenkammern ein Geheimgang. Ich habe nicht gedacht, dass dann einfach nur ein Aufzug ist. Seien wir ehrlich. Okay. Okay. Was ist das jetzt? Ich darf nur in den... Ich darf nur auf diesen Flächen agieren. Okay, interessant. Dann müssen wir es zurücksetzen. Ich habe nur 3 Blöcke auf meiner Seite, um nach rechts zu kommen. Was schon direkt gefährlich ist. Weil das ist ein schwieriger Sprung. Ich meine, so oder so ist das ein schwieriger Sprung. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Beste in den Sprungendingern. Das hat man ja gesehen. Wenn es um Geschwindigkeit geht, ist es eher nicht so mein Metier. Ob ich das hier schräg schaffen würde? Ich glaube nicht. Vor allem nicht, wenn da mir die Zeit wegrennt. Oh, gut gelöst. Hallo? So, und jetzt hier wieder dasselbe Prinzip. Ich müsste aber die jetzt hier auch so rüber, so rüber, so rüber balancieren dürfen. Mann, ist das manchmal ein schweres Wort, diese deutsche Sprache. Wobei, ist ja eher französischen Ursprungs, oder? So. Okay, ich hoffe, dass es hier jetzt auch direkt weitergeht. Genau. Alles. Tell me about the other races. How many are there? A lot. The universe is vast, and there are many planets that support life, such as Lumia. Do all of them rely on Lumium? You call it Lumium here on Lumia, but it's a universal form of energy found everywhere. This energy takes distinct forms on each planet, giving every form of life a unique biological structure, thus looking different. Wow! All of this sounds so exciting! Also haben wir das auch. Okay, du bist fertig mit Erzählen. Dann dürfen wir jetzt da oben mit interagieren. Ich nehme an, dass es wieder ein Aufzug ist. Genau. Füge uns hinauf, bitte. Ich wollte dir erst weiter erzählen lassen, bevor ich hier irgendwas anderes triggere. Aber immerhin kamen wir da jetzt relativ gut durch. Also, wir können ordentliche Distanzen machen. Ich glaube, das war eine 4er-Diagonale. Die wir jetzt überspringen konnten im Vollsprint. Und da oben geht's nach draußen.
Sodele, das wird der Tempelausgang sein. Erforsche die Gegend beim Samen. Wir könnten kurz vor dem Finale sein. Wir haben... I'm out. No more platforms. Only magnets from here. Look up. Oha. Now get to that pedestal and be careful not to fall. This location is quite high. Okay. All I can see are clouds. I wonder how far I am from home and if everything is fine there. I feel like I should sprint and jump. If only I could fly or maybe have a capsule for this. One can only wish. Das ist jetzt so ein bisschen schon sehr extrem mit der ja, mit dem Gesicht quasi auf die Lösung geschubst, dass er eben sagt, ja, ich wünschte, ich könnte fliegen und hätte eine Kapsel dafür. Man muss sich halt schon daran erinnern, dass man dafür eine Kapsel hat. Weil die haben wir ja. So ist es nicht. Die Frage ist nur, wohin muss ich? Wahrscheinlich nach oben, oder? Ja, ich muss nach oben. Da zeigt mir zumindest mein Talisman hin. Also versuchen wir den Weg auch zu nehmen. Wir nehmen den direkten Weg. Nee, kann ich nicht. Ich muss da rüber. So, kommen wir hoch und dann ist die Frage, schaffen wir denn den letzten Sprung von hier aus? Weil ich sehe da drüben jetzt aktuell keine Landezone. Oh, ich habe da aber schon Sorge. Das würde mich wahrscheinlich umbringen. Eher hier. Es tötet mich. Ja, bin ich davon ausgegangen, aber ich musste es testen. Okay. Nächster Versuch. Lüg nicht, da ist ein Ziel in Sicht. Was führt mich denn da runter? Lass mich mal dahin gehen. Ich weiß zwar nicht, warum ich runtergehen sollte, wenn mich der Talisman nach oben zeigt, aber wir schauen trotzdem mal. Jetzt stehe ich halt hier. Aber ich komme weiter runter. Aber das ist ja Unsinn, ich muss ja hoch. Also, reine Zeitverschwendung. So, hier haben wir gestartet. Den hoch schaffe ich nicht direkt. Nein. So komme ich weiter. So komme ich weiter. Den Sprung schaffe ich definitiv nicht. Der hier könnte realistischer sein, oder? Ich weiß nicht, ob der realistisch ist. Ich meine, hierhin ja, aber jetzt stehe ich halt hier an der Seite und komme nicht vom Berg runter. Oder? Ja, doch, wir kommen. Ich kam ein Stück weiter. Ich glaube, wenn ich damit Vollsprint losgehe, dann ist es okay. So, wir können natürlich jetzt hier auch ein bisschen schneller rübergehen. Wir kennen ja den Weg. Einmal darüber und jetzt darüber springen. Ich glaube, das war der Weg, den ich gegangen bin, oder? Ja. Dann machen wir das hier aus, damit wir das ganze Lumium sparen können. Und dann haben wir hier halt das Problem, dass wir jetzt an der Seite hängen. Naja. Ich weiß nicht, ob das so das Ziel ist, das wir haben. Er führt mich nach unten. Also ich muss hier eh runter. So, wo kein Weg ist, machen wir uns einen. Drei. Ja, drei. Einmal ganz kurz regenerieren. Danke. Und jetzt müssen wir theoretisch wieder hoch. Was? Wir müssen höher.
Oder einfach nur auf die andere Seite. Eins von beiden. Ich kann auf keinen von denen zugreifen. Erforsche die Gegend um den Samen. Naja, bisher bin ich jetzt eher... Wo bin ich? Ich habe mich versteckt. Also hier sollten wir offensichtlich nicht hin. Sonst hätten wir hier nicht so einen Punkt, wo es offensichtlich keine Hitbox gibt. Das Problem ist nur, ich werde hier jetzt nicht mehr wegkommen, gell? Also ich nehme an, ich werde jetzt hier sterben müssen, um weiterzukommen. Weil das hier hat alles keine wirklichen World Borders aktuell. Also ich bin an der Stelle angekommen, wo ich nicht hätte sein sollen. Nehme ich mal an. Komme ich mit dir noch irgendwo hin hier? Nee. Ah, ich habe da was gehört. Nee, schaffe ich nicht. Ja, gut. Da müssen wir eh warten. Haben wir keine Chance. Okay. Also wir sind da rüber gegangen, da war nichts. Jetzt gehen wir mal die rechte Seite entlang. Wir müssen eigentlich ganz nach oben. Und ich habe ja gesehen, dass es mit dem Sprung jetzt nicht unbedingt geklappt hat. Ist da vielleicht an der Seite doch noch ein bisschen mehr? Nee. Ich komme bis ganz nach oben, aber wenn ich da den Sprung mache, bin ich zu weit weg. Von hier aus den Sprung würde ich auch nicht schaffen. Wenn ich jetzt hier bin. Wo soll ich hin? Ich schaffe den Sprung niemals bis darüber. Bin ich mir sehr sicher. Nee, schaffe ich nicht. Erforsche die Gegend beim Samen. Der Samen ist ja dann offensichtlich da oben. Wo muss ich lang? Ich meine, ich bin da runtergegangen, da ist nichts. Das ist dann so ein Zwischenweg, wo ich vorher halt schon mal war. Aber da komme ich ja nicht weiter. Ich fand diesen Sprung hier eigentlich mit am logischsten. Weil ich da eben auf eine Ebene komme, aber mehr ging auch nicht. Komme ich von hier aus vielleicht weiter? Nee. Nicht wirklich. Wenn ich darüber landen will, dann gehe ich auch drauf. Es sei denn, wir machen einfach mal paralleles nebenbei heilen. Nee. Der Ausschlag tötet mich. So. Okay. Machen wir das mal aus. Wir können aber im Notfall von hier wieder darauf zugreifen. So, wir sind, glaube ich, beim letzten Mal links lang gegangen, oder? Ist hier vielleicht irgend... Aha. Alles klar. Wenn man da logisch denkt, gell, kommt man auch weiter, hätte ich gesagt. Ich meine, es ist natürlich offensichtlich sehr viel einfacher, den natürlichen Weg zu gehen, anstatt einen geheimen zu finden. Cora, there's another ship in the distance. Not this again. What is it doing? I'm not sure. It looks like it's hovering, maybe scanning the area. Should I be worried? Last time it landed on top of the seed. I will keep an eye on it. Its presence here is quite suspicious. I'll be careful. So,
Also es war im Prinzip eigentlich logisch, dass ich hier hätte nach Visionsdingern gucken müssen. Checkpoint ist immer gut. Wir gucken aber da rechts, da habe ich Blumen gesehen. Ich würde hier gerne noch ein bisschen Lumium sammeln. Solange ich kann. Und meinen Tank auffüllen, wenn man so möchte. 1370. 1380 ist natürlich jetzt nicht die Welt. Hier einmal voll machen. Danke. Gibt es auf der rechten Seite auch? Haben die hier auf Symmetrie geachtet? Ja, sieht so aus, dass da auch was ist. Okay, da soll man wohl nicht hin, obwohl es eindeutig so aussieht, als könnte man da hin. Naja, dann gehen wir da rechts nochmal auf der anderen Seite ein bisschen entlang. Weil das sah auch so aus, als würde da so ein Weg hinter die Dinger führen. Was? Irgendwas gesehen zum Interagieren? Ach, das war die Blume hier. Die haben wir ja schon. Hier, das sieht so ein bisschen aus, als ging es hier durch den Wald. Aber ich glaube, das ist auch nur... Ja, das ist eher nicht so der Fall. Eher weniger. Gut, dann gucken wir mal, ob wir rein können. Sesam, öffne dich. Hallo? Ich bin hier der Chef. Anscheinend bin ich es noch nicht. Vielleicht können wir uns da rechts irgendwie durchzwängen, wenn wir crouchen. Dun, 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 dun. Nein. Ah, vielleicht ist es wieder was Visionsartiges, dass ich davor stehe und irgendwas sehen muss, mit dem ich interagieren kann. Das wäre auch möglich. Exakt. 800. Ja, haben wir hier. Zack. Einmal öffnen, bitte. Und natürlich nochmal aufladen. Cora, the ship is starting to move and it's heading toward you. Oh no. What do I do? What does it want? We don't know yet, but you should reach the seed as fast as possible and activate it. Okay. Having the second seed active should prevent Lumia's destruction from advancing and stabilize the world. Then that will be my focus. Reaching the seed is top priority now. Ja, hat's auch, okay, aber Talisman, let's see what you can do. Give me everything. I can take it. Ja, aber Cora, ja, aber fast. Aber I will keep you updated on the ja, warte. Let's do this. Ja. Aktiviere den Samen, bevor das Schiff landet. Es ist aber noch Timing. Okay, wir haben jetzt hier zeitlich begrenzt. Da muss ich nicht hin. Hier muss ich lang. Gut, wir gehen hier auf jeden Fall runter. Andere Seite nehme ich an, oder? Macht am meisten Sinn. Hätte ich gesagt, da ist eine Tür. Die kann ich nicht mehr aktivieren. Nee. It's starting to turn toward your location, but it's still doch, kann ich. Ich weiß nicht, was die Dinger mir bringen. Ich glaube, das wird ein Achievement sein, weil ich habe jetzt erst 6 oder 7 von diesen Dingern aktiviert. Aber gut. Mein Weg führt wohl... Weiter runter? Nee, eher hier außen lang, hätte ich gesagt. Okay, da haben wir wieder diese Dinger.
Oh ne, er. Bisschen auffallen wieder. So. Ein paar von denen weggeschickt. Aber, ob es uns wirklich gelingt, irgendwie weiterzukommen, seht ihr erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffentlich bis zur nächsten Episode von Seed of Life. Die könnte kürzer werden, je nachdem, wie lange ich brauche, um da hinzukommen und was dann eben noch storytechnisch passiert. Aber man weiß es nicht. Bis dahin, einen schönen Tag und auf Wiedersehen.